Servus, wir sind Walde und Stefan von Credic und wir erzählen euch heute was zum Videoshoot von unserer Single Long Street. Zum Videodreh der Single Long Street haben wir uns diesmal selbst ein bisschen mehr an die Regler gesetzt und es nicht so viel abgegeben und wollten selbst mal die Zügel in der Hand halten. Und Walde, du warst da der Führende. Was hat dich da bewegt? Also grundsätzlich hatten wir uns tatsächlich das erste Mal an ein eigenes Video gewagt. Ein bisschen Erfahrung sammeln durften wir ja quasi aus den letzten Projekten. Und das haben wir jetzt in Eigenregie entwickelt. Und ja, die Idee war ja, den Song, der ist ja mächtig, brachial, in einer Live-Performance dann schon so zu präsentieren mit Energie, Gewalt, aber doch irgendwie so eine intime Atmosphäre zu schaffen. Also, dass wir nicht frontal jetzt irgendwie performen, sondern auch wirklich wie so eine eigene Session. Hat er gut ins Zeug gepasst, in Anführungszeichen, dass die Clubs geschlossen waren und wir die große Chance hatten, einen in unserer Heimatstadt Stuttgart, einen der größten Clubs, nämlich das LKA. Ja, die heiligen Hallen. Die heiligen Hallen des LKAs, in denen wir alle als Teenies schon aufgewachsen sind und ich halt, glaube ich, 2000 oder 1999 da mein erstes Konzert gesehen, tatsächlich mein erstes Konzert. Und jetzt konnten wir da drehen. Ja, was für eine Ehre. Ne? Was für eine Ehre. Beim Umsetzen des Videos, wie hast du die Halle da besonders mit reingenommen? Ja, das ist natürlich sehr imposant, wenn man da reinkommt. Man kennt es ja normalerweise immer gefüllt, ne? Wenn man da jetzt irgendwie als Besucher da hinkommt und dann die Technik dann quasi auch bedienen kann, die Größe der Halle irgendwie wahrnehmen kann, dort sich austoben kann, das war schon genial. Bevor ihr zum nächsten Video weiterklickt oder euch auch gleich nochmal das Longstreet-Video anschaut, wir müssen Leuten Danke sagen. Und zwar ist das in erster Linie der Tommy vom LKA, der uns seinen Club zur Verfügung gestellt hat. Der Tisch, der uns den ganzen Tag durchgeführt hat und mit der Technik dieser Halle nicht allein gelassen hat, kann man fast sagen. Ja, diverse stimmt. Kumpels von uns haben auch noch mitgeholfen. Ja, Marco an erster Stelle, unser Bandfreund, ein sehr, sehr guter Freund, der die Kamera super geführt hat und ohne ihn hätten wir das, glaube ich, gar nicht verwirklichen können. Der Alex, die Nadja, Björn, der das Ganze organisiert hat drumherum, also mega. Ja, vielen, vielen Dank. So war es uns möglich. Long Street auf. Ich verkack's auf der letzten Strecke. Das macht nichts. Yeah. Und wenn ihr weitere Videos von uns nicht verpassen wollt, liken, subscriben, Glocke, kommentieren. Das ist echt drauf. Das ist echt Wahnsinn. Vier Sachen, die ihr machen müsst.